Guten Tag nochmal zu Frag selbst. Manuela Schwesig ist immer noch da, eine von drei kommissarischen Parteivorsitzenden der SPD. Hallo nochmal. Hallo. Und das sind jetzt Ihre und eure Fragen, auf die wir auch immer noch warten. Unter frag-selbst@tagesschau.de können Sie Fragen an uns schicken, die wir dann Manuela Schwesig stellen. Und es geht los mit einer Frage: Wann wird der Osten gleichgestellt mit dem Westen politisch und wirtschaftlich? Ja, zunächst sage ich auch mal danke für die Fragen, die jetzt von den Zuschauern kommen. Und die allererste Frage ist eine Frage, die wirklich viele umtreibt, auch mich vor Ort. Wir haben nächstes Jahr 30 Jahre deutsche Einheit. Es ist gut vorangegangen mit der Wirtschaftskraft, auch mit der Arbeitslosigkeit. Die ist so gering wie nie, aber wir haben soziale Ungleichheiten. Die Renten werden erst 2025 angepasst, jetzt Schritt für Schritt. Wir haben wenigstens einen Plan dazu. Es gibt eine große Lücke, das ist das Thema Grundrente, dass eben die Menschen, die nach der Wende in Niedriglohnjobs gearbeitet haben, jetzt besser gestellt werden müssen und nicht von Minirenten abgespeist werden. Wenn zum Beispiel die Grundrente durchgesetzt ist, dann sind wir wieder ein Stück weiter zur sozialen Einheit. Aber wir werden in den nächsten Jahren noch brauchen, damit sich gerade Wirtschaftskraft, Löhne weiter angleichen. Und deshalb ist unsere Antwort darauf ein Solidarpakt, ein weiteren für Wirtschaftsinvestitionen, übrigens in Ost und West. Tobias Gruppe fragt, welches Spitzenkandidaten-Duo für die Wahl des SPD-Parteivorsitzenden unterstützen Sie? Als eine von drei kommissarischen Parteivorsitzenden verhalte ich mich in dieser Frage zurückhaltend und neutral. Natürlich werde ich als SPD-Mitglied so wie jedes andere Mitglied mitwählen und meine Stimme abgeben. Aber die Stimme ist genauso viel wert oder alle anderen Stimmen sind genauso viel wert wie meine. Und deshalb möchte ich hier auch keine Empfehlung abgeben. Ich freue mich über alle, die den Mut haben und ihren Hut in den Ring werfen. Dann stelle ich die Nachfrage, auch wenn die hier nicht steht. Haben Sie sich denn entschieden schon, wen Sie wählen werden? Natürlich habe ich schon eine Vorstellung, aber ich schaue auch noch mal auf die Regionalkonferenzen, auf die Konzepte. Die nächste Frage kommt von Jana. Bei vielen Ärzten erhalten Privatpatienten eine Vorzugsbehandlung. Warum werden Kassenpatienten und Privatpatienten nicht gleich behandelt? Warum hat die SPD das nicht geschafft, das in den letzten 20 Jahren, an denen sie meistens in der Regierung war, durchzusetzen? Weil man es nur durchsetzen kann mit einer Bürgerversicherung. Der Unterschied ist jetzt, dass es diese zwei verschiedenen Versicherungssysteme gibt und Ärzte sozusagen für Privatpatienten auch mehr abrechnen können. Die Antwort darauf ist die Bürgerversicherung. Die Bürgerversicherung ist zwischen CDU und SPD nicht umsetzbar. Da ist unser größter Unterschied. Und die SPD hat in den letzten Jahren leider nicht die Mehrheit der Stimmen der Bevölkerung bekommen, sodass wir sozusagen nicht die Regierung stellen. Das ist ein Punkt, den wir bisher nicht mit der Union durchsetzen können. Und den wird es auch mit der Union nicht geben. Dafür brauchen wir andere Regierungskonstellationen. Die nächste Frage: Wie stehen Sie zur Frauenquote? Ich bin für eine Frauenquote. Ich weiß, dass viele das abschreckt, weil sie sagen, weil uns dann der Vorwurf gemacht wird, wir sind ja Quotenfrauen. Es geht aber um was anderes. Es geht darum, dass wenn Männer und Frauen die gleiche Qualifikation mitbringen, man darauf achten muss, dass trotzdem in einem Gremium nicht nur, also in einem Aufsichtsrat von einem Unternehmen, nicht nur Männer sitzen, sondern auch Frauen. Ich habe diese Frauenquote durchgesetzt und wir sehen, dass da, wo die Frauenquote klar verabredet ist und auch klar sanktioniert wird, wenn sie nicht eingehalten wird, es wirkt. Also in den Aufsichtsräten der größten Unternehmen in Deutschland haben wir seit der Frauenquote auch mehr Frauen. Und das sind übrigens sehr kluge und taffe Frauen. Heißt also, Sie halten sehr viel von der Frauenquote. Ja. Gerhard Doh fragt, die EZB-Politik mit Negativzinsen bringt viele SPD-Wähler mit Pensionsversicherungen und Lebensversicherungen in extreme Bedrängnis. Was wollen Sie dagegen unternehmen? Das ist ein Thema in der Finanzpolitik, aber ich sag mal, alles hängt mit allem zusammen und deswegen ist es für uns vor allem wichtig, dass es eine stabile Zinspolitik gibt und wir achten darauf, dass gerade das Thema Pension und auch Lebensversicherung an dieser Stelle nicht unter die Räder kommt. Jetzt haben wir eine Rubrik, die heißt Sprint. Da geht es um viele Fragen in möglichst kurzer Zeit, in einer Minute. Wäre schön, wenn Sie die mit Ja oder Nein oder irgendwie wenigstens in wenigen Worten beantworten können. Dann kriegen wir viele unter. Geht los mit schwarze Null beibehalten oder neue Schulden aufnehmen für Klimaschutz? Die schwarze Null beibehalten. Es gibt genug Geld in Deutschland, auch den Klimaschutz voranzubringen. Wann wird der Spitzensteuersatz erhöht? Mindestens in einer nächsten Regierung, die SPD stellt.
sollen homöopathische Heilmittel nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt werden? Ich bin ganz klar für die Schulmedizin. Ich finde es aber gut, wenn die Schulmedizin ergänzt wird von Naturheilkunde. Da können auch homöopathische Arzneimittel mithelfen. Man darf nicht das eine gegen das andere stellen. In welcher Partei wären Sie, wenn es die SPD nicht gäbe? In keine andere. Die SPD ist meine Partei. Sind Sie dafür, dass die SPD in der GroKo bleibt? Das kommt darauf an, ob wir mit der Union jetzt noch wichtige Themen schaffen oder nicht. Die Große Koalition muss es schaffen, sozusagen die großen Themen wie Klima, wie soziale Fragen, Grundrente zu beantworten. Gendergerechte Sprache, übertrieben oder wichtig? Die ist wichtig. Wie stehen Sie zum Kopftuchverbot in Grundschulen und Kindergärten? Das ist ehrlich gesagt nichts, was man in drei Sätzen beantworten kann. Ich finde es wichtig, dass die Kinder sozusagen nicht dazu gezwungen werden. Das ist etwas, was vor Ort diskutiert wird. Ich finde aber auch, dass über die Kopftuchfrage nicht sozusagen die ganze Flüchtlingsfrage beantwortet werden kann. Mit der letzten Frage ist die Minute, die wir Zeit hatten für den Sprint, auch schon wieder vorbei. Sie müssen auch nicht in ein oder zwei Sätzen antworten. Die nächste Frage von Maria Schmidt. Warum geben Sie Ihr Kind auf eine Privatschule und nicht in eine normale Schule? Das hatten wir vorhin im Sommerinterview schon mal, aber als Nachfrage durchaus noch mal möglich. Mein Kind geht auf eine kommunale Schule, so wie mein Kind viele Jahre auch auf eine kommunale Grundschule ging. Mein Sohn ist 2 Jahre auf eine freie Schule gegangen. Das ist übrigens eine Schule, die auch von Mecklenburg-Vorpommern gefördert wird und die genauso unser Bildungsanspruch umsetzen muss. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern freie Schulen und kommunale Schulen. Und viele Schüler besuchen beides, so wie mein Sohn auch. Gibt es in der SPD eine konkrete Strategie, um vor allem die junge Generation wieder an die Partei heranzuführen? Wir wollen vor allem die junge Generation erreichen mit der sozialen Frage und auch mit der Klimafrage. Ich glaube, beide Dinge gehören zusammen. Nur zu sagen Klimaschutz, aber nicht zu beantworten, wie das auch sozial verträglich ist für alle Beteiligten, wird nicht reichen. Und ich glaube, mit der klaren Haltung der SPD gegen Rechtsextremismus, für Demokratie und Freiheit und Europa können wir die jungen Leute bei uns binden. Wir kriegen nach wie vor Fragen rein, freuen uns aber über weitere Fragen. frag-selbst@tagesschau.de, das ist die E-Mail-Adresse. Und darüber kommt die nächste Frage. Wird sich die SPD gegen die Streichung des vollständigen Werbeverbots für Tabakprodukte und E-Zigaretten positionieren? Gegen die Streichung? Sorry, jetzt muss ich einmal noch mal. Ich lese die Frage so vor, wie sie hier steht, aber wir gehen mal davon aus, sind Sie dafür, dass das komplett gestrichen wird, dass die Werbung für E-Zigaretten und für Tabakprodukte erhalten bleibt oder gestrichen wird? Ich bin dafür, dass keine Werbung mehr dafür möglich ist. Grundsätzlich überhaupt keine? Ja. Dann eine weitere Frage, Frau Schwesig. Wird die Große Koalition platzen, wenn die Union bei der Grundrente nicht einlenkt? Ich will hier nicht so eine Drohkulisse aufmachen. Das ist ja immer so dieses, wenn das nicht kommt, dann passiert das. Ich sage aber ganz klar, diese Bundesregierung muss sich überlegen, wie sie schafft, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzubekommen. Das ist verloren gegangen. Das haben wir auch bei den letzten Wahlen erlebt. Und die Grundrente, aber auch der Klimaschutz wird hier eine ganz entscheidende Rolle spielen. Warum werden Männer in Deutschland per Gesetz benachteiligt? Warum erhält ein unverheirateter Vater nur dann das gemeinsame Sorgerecht, wenn die Mutter explizit zustimmt? Das wird viel diskutiert in Deutschland, ob man sozusagen das Familienrecht einführt. Ich erlebe dabei eine sehr kontroverse Diskussion und auch eine sehr harte Diskussion. Ich würde mir wünschen, dass Mütter und Väter, die sich trennen, eigentlich im Interesse des Kindes zusammen eine Antwort finden. Und wenn sie schon vor Gericht ziehen in dieser Frage, wir Richter haben die über eine Mediation diese Frage gemeinsam mit den Paaren klären. Jetzt haben wir 2 Videofragen, die uns eingeschickt wurden. Die erste stammt von Ursula Hane-Eichhorn aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen. Ich engagiere mich in der Kommunalpolitik und stelle fest, dass in den letzten Jahren zunehmend Aufgaben an die Kommunen übertragen wurden, die aber nicht in angemessener Weise vom Bund gegenfinanziert wurden. Gerade jetzt die Pläne, Angehörige von den Kosten der Pflege zu entlasten, finde ich richtig. Aber ich finde es nicht richtig, dass diese Kosten dann auf den Kommunen hängen bleiben. Wie will die SPD damit umgehen? Erstens vielen Dank für das Engagement in der Kommunalpolitik. Ich habe das selber viele Jahre gemacht, das ist wichtig. Und wir müssen zusehen, dass die Kommunen nicht zusätzlich belastet werden.
bei der Frage Pflege ist es so, wir wollen, dass die Angehörigen von zu Pflegenden nicht weiter belastet werden. Und das soll zukünftig bezahlt werden aus der Pflegeversicherung. Und auch hier ist es notwendig, die private und gesetzliche Pflegeversicherung dazu zusammenzuführen. Dann kann man es aus der Versicherung bezahlen. Und dann ist auch garantiert, dass die Kommunen nicht damit belastet werden. Die nächste Videofrage von Mirko Henschler und die Frage kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, aber das merken Sie jetzt gleich selbst. Warum unterstützen Sie nicht die Menschen in der Fläche in Bezug auf Mobilität? Warum agiert Ihre Regierung, allen voran Ihr Minister Herr Pegel, gegen den Erhalt des Schienennetzes, gegen den Erhalt der Südbahn, anstatt sich darüber Gedanken zu machen, wie man dies attraktiver für Unternehmen und für Reisende gestalten kann? Ja, ich bin sehr froh über diese Frage, weil sie zeigt, was wir für Probleme vor Ort im ländlichen Raum haben. Während es jetzt auf einmal heißt, es soll eine CO2-Steuer kommen, die Bahn muss sozusagen ohne Mehrwertsteuer sein, sag ich, wir brauchen wieder mehr Bahnverbindungen, auch im ländlichen Raum. Dafür brauchen wir aber auch Regionalisierungsmittel, also Mittel, mit denen wir das finanzieren. Die haben wir nicht. Und ich erhoffe mir jetzt von der Klimadebatte, dass wir neue Lösungen finden, wieder mehr Bahnverkehr auch im ländlichen Raum zu ermöglichen. Linksextremismus, fragt Olaf Reschmann, ist ein aufgebautes Problem, haben Sie einst gesagt. Sehen Sie das heute immer noch so? Verurteilen Sie die Antifa? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe damals deutlich gemacht, als ich Bundesfamilienministerin wurde, dass wir ein Problem mit Rechtsextremismus haben und dass wir auch etwas tun müssen gegen linke Militanz. Und ich bin die erste Ministerin, die Projekte dafür sozusagen sogar aufgestockt hat. Und für mich steht eins ganz klar fest. Alle Konflikte in diesem Land muss man mit Worten lösen, aber nicht mit Gewalt, egal woher sie kommt. Eine Frage, die auch gerade eintrudelt. Was möchte die SPD erreichen bezüglich der Bundeswehrausgaben? Stichwort 2%-Ziel. Für uns ist es wichtig, dass die Bundeswehr wieder besser ausgestattet wird. Das 2%-Ziel ist ja ein Ziel, was uns Herr Trump immer ins Stammbuch schreiben will. Und wir sagen ganz klar, wir erwarten von der neuen Bundesverteidigungsministerin, dass sie erstmal sicherstellt, dass die Mittel, die wir jetzt aufgestockt haben, wirklich über eine bessere Ausstattung bei der Bundeswehr ankommen und nicht, so wie es zurzeit aussieht, über teure Beraterverträge versickern. Eine Nachfrage von Mike Rittig zu dem, was wir eben im Sprint kurz thematisiert haben, was Sie jetzt in mehr als einem Wort erklären könnten oder sollten. Warum ist Gendersprache, gendergerechte Sprache wichtig? Weil Sprache unheimliche Bedeutung hat. Natürlich ersetzt die Sprache, also von dem Arzt und der Ärztin zu sprechen, nicht die ganz konkreten praktischen Möglichkeiten vor Ort. Aber wenn der Eindruck entsteht, es gibt nur Ärzte, es gibt nur Politiker und bestimmte zum Beispiel Berufe sind gar nicht weiblich, dann fängt das Problem schon an. Das mögen einige kleinlich finden, aber mit unserer Sprache, dem Wichtigsten, was wir haben zur Verständigung, fängt es an. Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Vermögenssteuer. Wie soll das praktisch funktionieren? Wie will man Vermögenswerte wie zum Beispiel Gemälde richtig einschätzen und dann da einarbeiten? Das ist in meinen Augen gar nicht so schwer, denn große Vermögenswerte sind ja heute auch versichert. Und sie werden in der Regel versichert mit realen Werten. Das ist ja dann die Versicherungssumme. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man erfahren kann, wie tatsächlich zum Beispiel ein Gemälde, was es für einen Wert hat. Ich will an der Stelle sagen, ich habe selber viele Jahre im Finanzamt gearbeitet, auch in der Steuerfahndung. Ich habe selber im Finanzamt die damalige Vermögenssteuer noch mitbearbeitet. Und der Punkt, der jetzt ins Feld gebracht wird gegen die Vermögenssteuer, ist ja alles so kompliziert, ist in meinen Augen Totschlagsargument. Ehrlich gesagt, ist im Steuerrecht fast alles kompliziert, aber es ist möglich, die Vermögenssteuer zu erheben, wenn alle wollen, und sie ist dringend erforderlich, weil die Vermögendsten in unserem Land müssen so wie der, der jeden Tag arbeitet und seine Einkommensteuer zahlt, auch einen Beitrag dafür leisten, dass wir wieder investieren können in Schiene, wie wir es eben gehört haben, aber auch in Bildung. Die nächste Frage kommt von Nicola Pfannendörfer. Wen würden Sie als nächsten Bundeskanzler oder als Bundeskanzlerin wählen? Ja, wir werden sehen, wer sich alles 2021 zur Wahl stellt. Ich bin aber ganz klar dafür, dass es wichtig wäre, dass die SPD wieder den Kanzler oder die Kanzlerin stellt, weil wir haben heute auch über Themen gesprochen, wo wir nicht vorangekommen sind. Und ich bin sicher, mit einer Kanzlerin oder einem Kanzler der SPD würden wir solche Themen wie Bürgerversicherung oder eben wie Vermögenssteuer auch auf den Weg bringen können.
Wie wollen Sie die SPD aus dem Griff des wirtschaftsliberalen Flügels, also des Seeheimer Kreises, wird hier genannt, befreien, wo doch die letzten zwei Jahrzehnte eine wirkliche Sozialdemokratie gebraucht hätten? Wir, glaube ich, sind nicht im Griff von welchem Flügel auch immer. Im Gegenteil, die SPD ist eine Volkspartei und sie hat natürlich trägt in ihrer Partei verschiedene Blickwinkel. Aber gerade unsere Partei mit ihren Flügeln, vom linken Flügel bis zum Seeheimer Kreis, unterstützt zum Beispiel das Sozialstaatspapier mit einem Mindestlohn von 12 Euro, mit einer besseren Absicherung bei Arbeitslosigkeit. Also inhaltlich ist unsere Partei da sehr eng zusammen. Wir brauchen bloß die Mehrheitsverhältnisse, das auch umsetzen zu können. Marcel Graf fragt, wann kommt endlich das Lobbyregister für Abgeordnete? Das ist eine gute Frage. Weil ich selber nicht Abgeordnete bin, kann ich die so im Detail nicht beantworten. Ich weiß aber, dass darüber immer gesprochen wird und würde gerne anbieten, dass wir den aktuellen Stand nachliefern. Dann die nächste Frage. Wie gedenken Sie und Ihre Partei mit den Herausforderungen und Veränderungen, die die Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt mit sich bringt, umzugehen? Für mich ist wichtig und für uns ist wichtig zu sagen, in der Digitalisierung liegen Chancen. Es entstehen ja neue, interessante Arbeitsplätze, aber wir müssen vor allem den Unternehmen, die jetzt ihre Produktion umstellen, auch im Bereich der Digitalisierung helfen, die klein und mittel sind. Da hat unser Arbeitsminister ein ganz tolles Gesetz, was die wenigsten kennen, auf den Weg gebracht. Und zwar stehen vor Ort viele Millionen jetzt zur Verfügung, dass wir vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in kleinen und mittleren Betrieben, die sich nicht die großen IT-Unternehmen oder Abteilungen leisten können, weiterbilden und fortbilden. Es ist uns wichtig, den Menschen die Sorge davor zu nehmen, mein Arbeitsplatz wird vielleicht durch Digitalisierung ersetzt und dann finde ich nichts mehr. Wir müssen diesen Wandel gestalten. Eine Frage, die gerade reinkommt, der Amazonas brennt, warum sehen wir nur zu? Ich glaube, damit ist nicht gemeint, dass Sie hinfliegen und löschen sollen, aber was können wir tun? Ich will an der Stelle sagen, dass ich selber total entsetzt bin über die Bilder. Wir hatten dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern den Waldbrand in Lübtheen, den alle in Deutschland erlebt haben. Der ist ja klein dagegen. Und ich habe selber vor Ort erlebt, was es bedeutet, wenn ein Wald brennt. Erstens kriegen wir den nicht so schnell wieder. Und zweitens geht da natürlich Gift in die Luft, die wir angesichts des Klimawandels auch nicht gebrauchen können. Ich bin entsetzt über den brasilianischen Staatspräsidenten, dass er nichts tut, das vielleicht irgendwie noch zulässig findet. Und deshalb unterstütze ich Heiko Maas, der klar gemacht hat, dass ein Freihandelsabkommen auch mit Brasilien nur kommen kann, wenn klar ist, dass Umweltschutz abgesichert wird und wenn der Amazonas auch abgesichert wird. Was halten Sie vom bedingungslosen Grundeinkommen? Ich finde die Debatte darum spannend, weil, das will ich ausdrücklich sagen, weil es viel Pro und Contra gibt. Ich habe mich in der Abwägung entschieden, dass uns das bedingungslose Grundeinkommen nicht weiterhilft, weil ich nicht richtig finde, dass alle ein gleiches Einkommen bekommen. Denn es gibt ja viele, die durch ihre eigene Arbeit ein gutes Einkommen haben. Ich gehöre dazu, das wäre ja ungerecht. Und die Sorge ist, dass sich dann auch Wirtschaft drauf verlässt, ach ja, kriegen ja alle Grundeinkommen und dann kann es ein bisschen Hinzuverdienst geben. Wir sind dafür, dass jede Arbeit gut bezahlt werden muss. Das fängt beim Mindestlohn an, geht über Tariflöhne. Das wollen wir stärken. Das ist unser Modell gegen das bedingungslose Grundeinkommen, was verlockend und leicht auf den ersten Blick klingt. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, in meinen Augen auch völlig in die falsche Richtung gehen kann. Wann werden Großkonzerne wie Amazon, Facebook und Google in Deutschland Steuern zahlen? Ich bin sehr froh, dass Olaf Scholz durchgesetzt hat, dass wir zu einer Digitalsteuer kommen müssen. Das thematisiert er international, weil nur so würde es ja Sinn machen. Und ich hoffe, dass seine Bemühungen jetzt in den nächsten Monaten weiter Früchte tragen. Und für uns ist klar, dass wir so eine Koalition der Willigen wollen, dass die Staaten, die dabei sind, auch mitmachen. Wir brauchen es, weil ja niemand einsehen kann, dass diese Großkonzerne, die über unsere Daten verfügen und damit viel Geld machen, nicht ihren Beitrag leisten. Und ja, der kleine Handwerker um die Ecke muss Steuern zahlen. Warum schafft es die SPD mit der Mietpreisbremse nicht, den irrwitzigen Anstieg der Wohnungsmieten zu verhindern? Und warum entstehen nicht viel mehr Wohnungen im sozialen Wohnungsbau? Die Mietpreisbremse ist wichtig, weil sonst wären jetzt die Mieten noch weiter explodiert angesichts der Wohnungsnot. Aber sie ersetzt nicht den Wohnungsbau, den zusätzlichen. Und deswegen unterstütze ich unseren Vizekanzler, der heute deutlich gemacht hat, dass wir in den nächsten Jahren weitere Sozialwohnungen brauchen. Und wir bekommen dafür Geld, auch für den Wohnungsbau. Und da muss jetzt vor Ort richtig rangeklotzt werden. Und viele Regionen sind auch schon dabei. Also wir müssen einfach mehr Wohnungen bauen. Das ist die größte Entlastung für den Markt.
Wird 5G flächendeckend kommen, wie an jeder Milchkanne, wie es die Bundesforschungsministerin gesagt hat? Naja, die Bundesforschungsministerin, Frau Karliczek, hat ja leider gesagt, das brauchen wir nicht an jeder Milchkanne. Und damit liegt sie ziemlich falsch. Und mich regt es auf. Ich will auch mal sagen, warum. Die Milchkanne ist das liebevolle Wort für Dorf. Wenn wir im Regionalexpress sitzen, sagen wir alle, der hält an jeder Milchkanne, an jedem Dorf. Und das sollte auch mit 5G so sein. Denn 5G ist die Technologie der Zukunft, die uns viel ermöglichen wird. In der Mobilität, in der medizinischen Versorgung auch. Und dass eine Forschungsministerin, die für die Zukunft des Landes steht, sagt, das brauchen wir nicht überall, finde ich ziemlich daneben. Und ich finde es auch falsch, dass die Bundesregierung diese Frequenzen versteigert hat, ohne sicherzustellen, dass alle Flecken erschlossen werden. Wir als Bundesland Mecklenburg-Vorpommern werden deshalb mit einem eigenen Mobilfunkprogramm reingehen. Manuela Schwesig, herzlichen Dank für die 20 Minuten Ritt durch alle Themen, die unsere User und Zuschauer haben wollten. Das war unser Frag selbst. Herzlichen Dank. Einen schönen Tag.